Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich möchte euch heute zeigen, wie man am Ende von Reihen Maschen aufnimmt. Die werden hier aufgestrickt. Das ist im Gegensatz zum Kordelanschlag nur am Ende von Reihen möglich und nicht am Anfang von Reihen. Es gibt noch eine Methode, die macht man nur am Anfang von Reihen, die zeige ich euch in einem anderen Video. Das hier ist die Methode am Ende von Reihen. Das könnt ihr verwenden, beispielsweise, ihr seht ja, hier ist fast ein halbes Pulloverchen, wenn ihr Pullover von unten nach oben strickt und eure Ärmel aufnehmen müsst. Oder wenn ihr irgendwo um die Ecke stricken müsst und hier ein Stückchen ansetzen müsst. Also da gibt es ganz, ganz vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Oder wenn eure Anleitung das von euch verlangt. Wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt geht, dann bleibt dran und ich zeig's euch. Um meine Maschen am Ende von einem Strickstück aufzunehmen, brauche ich natürlich mein Strickstück, wofür ich meine Maschen aufnehmen möchte. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Dummy, das könnte ein Pullover-Vorderteil sein, könnte aber natürlich auch was anderes sein. Stellt euch vor, das ist euer Strickstück. Ich habe meine Hinreihe schon gestrickt. Und um jetzt hier Maschen aufzunehmen, habe ich meinen Arbeitsfaden, meine letzte Masche, und ich steche von links nach rechts in die Masche ein, drehe jetzt die Nadel nach hinten und erzeuge damit hier so eine Kreuzung, als hätte ich jetzt einen Maschenanschlag beispielsweise. Und dann gehe ich von unten nach oben in die Masche, also so wie zum ganz normalen Rechtsstricken, auf gar keinen Fall hier hinten rein, weil das funktioniert nicht, sondern wirklich hier vorne von unten nach oben rein, die Masche ab, ne? Ja. Die Masche abstricken. Und dann kann ich das fallen lassen und dann habe ich die erste Masche drauf. So, und wenn man das jetzt nicht so groß zieht wie ich, damit ich euch das zeigen kann, dann wird das auch sehr, sehr schön. Nochmal einstechen, umdrehen. Hier halte ich fest, damit der mir nicht runterrutscht. Von unten nach oben in die Masche rein, abstricken. Neue Masche ist da. Und wieder. Links nach rechts. Rein, abstricken, Masche ist da. Und auf die Art und Weise könnt ihr natürlich die Anzahl aller benötigten Maschen, die ihr braucht, aufnehmen. So. Und da haben wir sie. Und da gibt es hier vorne so eine kleine linke Masche, wie ihr seht. So, wenn ich jetzt die Rückreihe stricke, geht das natürlich auch auf der Rückreihe. Und zwar, wenn wir jetzt hier mehrere Maschen in mehreren Stufen anstricken wollen, beispielsweise für einen Ärmel, dann hebt ihr die erste Masche ab. Ansonsten strickt ihr die erste Masche und es geht hier ziemlich gut, wie ihr seht. Und jetzt kann ich halt meine restlichen Maschen stricken. So. Na, komm her. Und dann stricke ich zur anderen Seite rüber. So, und auf der linken Seite funktioniert das genauso wie auf der rechten Seite. Ich steche jetzt hier ein, so, verdrehe die Masche und gehe hier rein und hole mir den Faden und stricke den ab. Ich steche hier ein, verdrehe die Masche, halt hier fest, steche ein. Hol mir die Masche und stech hier, strick hier ab. Das geht, wie ihr seht, immer nur am Ende der Reihe, denn am Anfang der Reihe kann ich die Masche nicht auf die Art und Weise verdrehen. Wenn ich das jetzt hier mal umdrehe und die Masche verdrehen wollen würde, also verdrehen geht, aber ich stricke ja nicht von links nach rechts ab, also funktioniert das nicht. Das funktioniert also nur am Ende von Reihen, im Gegensatz zum Kordelanschlag, den man am Anfang und am Ende von Reihen nehmen kann. Ja? Also Kordelanschlag geht am Anfang und am Ende von Reihen. Diese Methode geht nur
am Ende von Reihen. Und dann gibt es noch eine dritte Methode, die geht nur am Anfang von Reihen. Und die zeige ich euch in einem anderen Video. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr Freundinnen habt, die gerne stricken lernen möchten und die viele Tipps und Tricks suchen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr denen das einfach auch mal gerne empfehlt. So, ich stricke jetzt mal hier die Reihe zu Ende. Zack. So, und hier kann ich am Ende natürlich auch wieder, ihr seht, ich kann die stricken und ich kann jetzt hier wieder anfangen, meine Masche zu verdrehen und Maschen aufzunehmen. Und damit kriege ich halt zum Beispiel so einen Fledermausärmel hin, wenn ich den stricken möchte. Oder eben auch einen ganz normalen, gleich mitgestrickten Ärmel beim T-Shirt, wenn ihr das auf die Art und Weise stricken wollt. Und ihr seht, die habe ich jetzt hier ein bisschen groß gezogen. Die ziehen wir nachher kleiner, wenn wir das dran machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und so sieht das dann von vorne aus. So. Wenn euch mein kleines Video gefallen hat, dann freue ich mich eben über ein Däumchen, was ihr da lasst. Und wenn euch noch weitere Tipps und Tricks interessieren, dann freue ich mich, wenn ihr ein Abo dalasst und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.